Herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Heute werde ich euch etwas über Arbeitsverträge in Frankreich erzählen. Also was sollte ich über Arbeitsverträge in Frankreich wissen? Sie können uns im Chatfenster unten rechts Fragen stellen. Sie werden am Ende des Vortrags beantwortet. Also hier unten rechts am Fenster, genau. Also das französische Arbeitsrecht unterscheidet sich in seiner Komplexität sehr deutlich vom Arbeitsrecht in Deutschland. Und wenn Sie als Arbeitnehmer in Frankreich arbeiten wollen, ist es deshalb sehr wichtig, die Rahmenbedingungen eines französischen Arbeitsverhältnisses zu kennen. Also ich werde Ihnen einen Hinblick auf das französische Arbeitsrecht geben. Zunächst mit den Besonderheiten eines französischen Arbeitsvertrags. Also welche Arten von Arbeitsverträgen gibt es? Was gibt es zu beachten bei einem befristeten Arbeitsverhältnis besonders? Gibt es auch gesetzliche Mindestlöhne? Was ist bei der Gehaltsverhandlung zu beachten? Danach werden wir sehen, welche sind die Besonderheiten bei der Vereinbarung einer Probezeit in Frankreich. Und ich werde Ihnen auch Informationen geben über die französischen Bestimmungen zur Arbeitszeit oder zum Abschluss eines Teilzeitarbeitsvertrags und die Urlaubsregelung in Frankreich. Wir werden auch sehen, was ist der Ablauf von arbeitsgerichtlichen Verfahren in Frankreich. Und das stellt sich in Frankreich sehr anders als in Deutschland. Schließlich werden wir auch sehen auf die verschiedenen Möglichkeiten der Kündigung oder sonstigen Beendigung eines französischen Arbeitsverhältnisses, welche in Frankreich einem streng geregelten Verfahren unterliegen. Dann werde ich meine Präsentation mit Ihnen teilen. Also zuerst eine kurze Präsentation von mir. Zuerst eine kleine Präsentation, bevor wir losstarten. Also ich heiße Jérôme Lecaux, ich bin Recruiting- und Teammanager bei der deutsch-französischen Personalberatungsunternehmen Eurojob Consulting. Ich sitze in Köln, für die, die in Kölner Raum sind. Also ich beantworte gerne Fragen rund um die Rekrutierung von Unternehmern im deutsch-französischen Raum. Und ich bin auch sehr oft beteiligt an professionellen Netzwerken für HR in Deutschland und Frankreich. Und ich habe die Rekrutierungsmarke Connexion Emploi Eurojob Consulting und Connexion Career gegründet. Also zuerst, welche Arten von Arbeitsverträgen gibt es in Frankreich? Also in Frankreich gibt es befristete CDD, Contrat à durée déterminée, und unbefristete Arbeitsverträge, CDI, Contrat à durée indéterminée. Also in der Regel sollen Arbeitsverträge unbefristet sein, ausnahmsweise sind aber in bestimmten Fällen auch befristete Arbeitsverträge zulässig. Das gilt zum Beispiel, wenn ein Arbeitnehmer, der für eine bestimmte, also eine voraussehbare befristete Zeit ausfällt, ersetzt werden soll oder wenn es zu einem vorübergehenden Arbeitsanstieg oder einem außerordentlichen Exportnachfrage kommt in einer Firma. Sie sollten es wissen, eine grundlose Befristung, so wie es in Deutschland möglich ist, ist in Frankreich nicht möglich. Also sowohl in unbefristeten als auch in befristeten Arbeitsverträgen kann eine Probezeit vereinbart werden. Die zulässige Dauer der Probezeit, das ist im Arbeitsgesetzbuch, das heißt im Code du Travail und in den anschicklichen Tarifverträgen, les conventions collectives, geregelt. Also in welchen Fällen darf ein Arbeitgeber in Frankreich einen befristeten Arbeitsvertrag schließen? Also prinzipiell gilt, dass ein befristeter Arbeitsvertrag nur für die Ausübung einer bestimmten und zeitlich begrenzten Tätigkeit geschlossen werden darf. Also nach französischem Recht gibt es nur vier Fälle, in denen ein befristeter Arbeitsvertrag zulässig ist. Also nämlich erstens zur vorübergehenden Vertretung eines vorübergehend abwesenden Arbeitnehmers, erster Fall. Zweiter Fall, bei vorübergehenden Zunahme der Tätigkeiten, das heißt, es sind vier gesetzlich benannte Fälle, das heißt, vorübergehende Zunahme der gewöhnlichen Tätigkeiten des Unternehmens. Zweitens, Durchführung einer gelegentlich ausgeführten Aufgabe. Drittens, außerordentlicher Auftrag. Und viertens, dringend durchzuführende Arbeiten. Dritter Fall ist die Saisonarbeit, das heißt zum Beispiel in der Tourismusbranche. Vierter Fall, das sind die Stellen, bei denen eine befristete Anstellung gewohnheitsrechtlich üblich ist, zum Beispiel in der Hotels oder im Restaurant. Dann nächste Frage, welche Laufzeiten hat ein befristeter Arbeitsvertrag in Frankreich? Also es muss in einem befristeten Arbeitsvertrag bereits bei dessen Abschluss das genau an Datum angegeben werden.
Bei Verträgen mit einem genauen Enddatum darf die Gesamtlaufzeit des befristeten Vertrags 18 Monate nicht überschreiten. In einem befristeten Arbeitsvertrag muss hingegen, dann kann genaues Enddatum angegeben werden, wenn der Vertrag aus einem der folgenden Grund geschlossen wird. Das heißt, erstens, für die Vertretung eines vorübergehend abwesenden Arbeitnehmers oder zur Überbrückung des Zeitraums bis zum tatsächlichen Diensteintritt eines unbefristeten angestellten Arbeitnehmers oder für die Saisonarbeit oder Beschäftigungen, bei denen ein befristeter Arbeitsvertrag gewohnheitsrechtlich üblich ist, also im Hotel und Restaurant. In diesen drei Fällen muss zwar kein Enddatum angegeben werden, jedoch eine Mindestlaufzeit. Letztere kann zwischen den Parteien bei frei vereinbart werden. Also fehlt diese Angabe der Mindestlaufzeit auf Ihrem Vertrag, kann der befristete Arbeitsvertrag von einem Arbeitsgericht in einem unbefristeten Arbeitsvertrag umgedeutet werden. Also ein solcher befristeter Arbeitsvertrag endet regelmäßig mit der Rückkehr bzw. der Dienstantritt der vertretenen Person oder wenn die Tätigkeit, für die den Arbeitsvertrag geschlossen worden ist, tatsächlich beendet ist. Nächste Frage. Kann ein befristeter Arbeitsvertrag in Frankreich verlängert werden? Also der befristete Arbeitsvertrag kann zweimal um eine bestimmte Dauer verlängert werden. Jedoch dürfen die ursprüngliche vereinbarte Laufzeit und die Verlängerungen zusammengerechnet 18 Monate nicht überschreiten. Dann die Frage der Probezeit. Wie lange darf die Probezeit in Frankreich betragen, also für einen befristeten Arbeitsvertrag? Bei einem befristeten Arbeitsvertrag sind die maximal zulässigen Probezeiten wie folgt. Also ein Tag Probezeit pro Woche Vertragsdauer, begrenzt auf 2 Wochen Probezeit bei einem Vertrag, der ursprünglich auf 6 Monate oder weniger befristet ist. Und 1 Monat Probezeit bei einem Vertrag mit einer ursprünglichen Dauer von mehr als 6 Monaten. Nächste Frage, was geschieht am Ende der Laufzeit des befristeten Arbeitsvertrags in Frankreich? Eine Besonderheit des französischen Rechts im Bereich der befristeten Arbeitsverträge ist, dass der Arbeitnehmer am Ende des befristeten Arbeitsvertrags Anspruch auf eine sogenannte Vertragsbeendigungsentschädigung, une indemnité de fin de contrat, hat. Also diese Indemnité de fin de contrat entspricht betragsmäßig 10% der Gesamtbruttovergütung, die während der Laufzeit des befristeten Arbeitsverhältnisses an den Arbeitnehmer gezahlt wurde. Letzte Frage, was sind die Folgen im Falle der Nicht-Einhaltung der Vorschriften zum befristeten Arbeitsvertrag in Frankreich für den Arbeitgeber? Also wenn dann die Vorschriften zum befristeten Arbeitsvertrag nicht angehalten, gilt der Vertrag grundsätzlich als unbefristeter Arbeitsvertrag in Frankreich. Das heißt, es gibt eine Umdeutung des Vertrags. Es existieren auch bei Nicht-Einhaltung der Vorschriften zum befristeten Arbeitsvertrag auch strafrechtliche Sanktionen mit Bußgeld sowie Freiheitsstrafe. Also nächste Frage, kann ich in Frankreich als Arbeitnehmer mit einem Arbeitsvertrag nach deutschem Recht arbeiten? Diese Frage wird uns oft gestellt. Eine deutsche Firma kann mit einem schwerpunktmäßig in Frankreich tätigen Arbeitnehmer nicht die Verträge verwenden, die sie normalerweise in Deutschland benutzt und die nach deutschem Recht ausgestaltet sind. In jedem Fall müssen mindestens die Schutzvorschriften des französischen Arbeitsrechts angehalten werden. Zu diesen Schutzvorschriften gehören zum Beispiel Mindestlohn, Arbeitszeitregelung, einige Kündigungsvorschriften, tarifvertragliche Schutzvorschriften und so weiter. Also diese Schutzvorschriften zugunsten der Arbeitnehmer weichen in Frankreich in den meisten Bereichen erheblich von den deutschen Vorschriften ab. Zwar ist es theoretisch möglich, deutsches Recht zu vereinbaren. Da aber die genannten Schutzvorschriften französischen Rechts jedoch angehalten werden müssen, ist es sinnvoller, französisches Recht für den gesamten Vertrag zu vereinbaren. Das erleichtert die Vertragsgestaltung, es bringt Rechtssicherheit und gibt Ihnen eine bessere Position vor den französischen Arbeitsgerichten. Also jetzt einige Fragen zum Gehalt in Frankreich. Erste Frage, wie ist das regionale Gehaltsniveau in Frankreich? Also regional zeigt sich in Frankreich ein recht ausgeprägtes Lohngefälle. Also natürlich weit an der Spitze steht der Großraum Paris, die Île-de-France. Das durchschnittliche Jahresbruttogehalt lag hier in 2019 um etwa 30% über dem Landesdurchschnitt.
die Regionen mit niedrigeren Durchschnittslöhnen wie die Bretagne, Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes oder Bourgogne-Franche-Comté erreichen gerade zwei Drittel des Niveaus des Großraums Paris. Neben Paris sind Lyon, Grenoble, Toulouse und Marseille die Städte mit dem höchsten Gehaltsniveau. Zweite Frage, gibt es gesetzliche Mindestlöhne in Frankreich? Also in Frankreich gilt ein allgemeiner Mindestlohn, c'est le salaire minimum interprofessionnel de croissance, le SMIC, also der jedes Jahr zum 1. Januar angepasst wird, sowie während des Jahres. Seit Anfang 2020 beträgt der SMIC monatlich also über 1539 Euro brutto, das heißt über 10 Euro pro Stunde. Er betrifft etwa über 10% der Erwerbstätigen in Frankreich. Der SMIC wird insbesondere in kleineren Unternehmen bis zu 10 Beschäftigten bezahlt, vor allem im Hotel- und Gastronomiesektor, im Einzelhandel und auch bei sozialen Dienstleistungen. Dritte Frage, muss ich die französischen Tarifverträge beachten? Also es gibt in Frankreich eine sehr große Anzahl von Tarifverträgen. Bei der Gestaltung der Arbeitsverträge ist daher auf die Ermittlung des anschließenden Tarifvertrags und auf die Beachtung dieses Tarifvertrags besonderes Augenmerk zu richten. Dann vierte Frage, was ist in Frankreich bei der Gehaltsverhandlung zu beachten? Also grundsätzlich besteht in Frankreich bei der Gehaltsverhandlung die Tendenz, ihre Forderungen als Bewerber zunächst sehr hoch anzusetzen. Die Bewerber gehen aber nicht immer davon aus, dass sie diese Forderungen durchsetzen können. Also auch zu wissen, die Lohnsteuerbelastung der Arbeitnehmer in Frankreich ist geringer als die Steuerbelastung in Deutschland. Der Vergleich von Bruttolöhnen für die entsprechenden Positionen bei Unternehmen, die in Deutschland und Frankreich tätig sind, wird also in der Praxis nach Steuern zu Ungleichheiten führen. Ist nicht so einfach zu messen. Also zum Thema Arbeitszeit und Urlaubsregelung in Frankreich. Es ist zuerst wichtig, den Unterschied zwischen Cadre und Non-Cadre zu machen. Es gibt nämlich in Frankreich verschiedene Kategorien von Arbeitnehmern. In Frankreich unterscheidet man insbesondere die Kategorien des Cadre und des Non-Cadre. Bei dem Cadre, es handelt sich um leitende Angestellte, die ein besonderes Ansehen in der französischen Gesellschaft genießen. An der Spitze der Cadre stehen die höheren leitenden Angestellten, die Cadre-Dirigeants. Also die Cadre und Cadre-Dirigeants haben eine gewisse Verantwortung für weitere Arbeitnehmer und sind in der Gestaltung ihrer Aufgaben und Arbeitszeiten freier als die Non-Cadre. In den Tarifverträgen gibt es meist Sonderregelungen für die Cadre und Cadre-Dirigeants und die genießen einige Vorteile beim Rentensystem, zum Beispiel le régime de retraite, mit den Überstunden, auch die Les Heures Sup et RTT en français. Auch mit den Kündigungsfristen und diverse Entschädigungen. Donc c'est les préavis et indemnités de départ. Die Non-Cadres sind Angestellte, die keinen besonderen eigenverwandlichen Bereich haben und denen in der Regel kein anderer Arbeitnehmer untergeordnet sind. Dann zur Hauptfrage, gibt es eine gesetzliche Arbeitszeit in Frankreich? Also die 35-Stunden-Woche in Frankreich existiert bereits seit 20 Jahren. Der Gesetzgeber hat für einige Arbeitnehmerkategorien flexiblere Alternativen zur 35-Stunden-Woche zugelassen. Jede über die 35. Wochenarbeitsstunde hinaus gearbeitete Stunde gilt als Überstunde in Frankreich und muss in der Folge mit einem Überstundenzuschlag vergütet werden. Dieser Überstundenzuschlag beträgt dann für die 36. bis einschließlich 43. Wochenarbeitsstunde beträgt dann einen Zuschlag von 25% und für die darüber hinaus verrichteten Überstunden 55%. Also die nächste Frage, wie viele Überstunden darf ein Arbeitnehmer in Frankreich pro Jahr verrichten? Also sofern im geltenden Tarifvertrag nicht anderes festgelegt ist, dürfen Arbeitnehmer laut Gesetz maximal 220 Überstunden pro Jahr verrichten. Wird dieses Überstundenkontingent bei einem Arbeitnehmer in einem Jahr überschritten, muss der Arbeitgeber zusätzlich zu der erhöhten Vergütung für geleistete Überstunden dem Arbeitnehmer eine gesetzliche Zusatzfreizeit, Zusatzurlaub gewähren. Gibt es in Frankreich Alternativen, also die nächste Frage, zur 35-Stunden-Woche in Frankreich?
Also bei einigen Arbeitnehmerkategorien, wie zum Beispiel bei Außendienstmitarbeitern oder den sogenannten leitenden Angestellten, les cadres, die grundsätzlich mehr als 35 Stunden pro Woche arbeiten und ihre Arbeitszeit flexibel gestalten müssen, es erweist sich an 35 Stunden Woche als eher ungeeignet. Man kann es nicht praktizieren. In einem solchen Fall kann mit dem Arbeitnehmer eine individuelle Vereinbarung über eine pauschale wöchentliche oder monatliche Stundenzahl, die bereits eine bestimmte Anzahl von Überstunden an sich geschlossen werden. Eine solche Vereinbarung kann grundsätzlich mit jedem Arbeitnehmer geschlossen werden. Ist gut zu wissen. Also auf diese Weise kann im Arbeitsvertrag beispielsweise eine wöchentliche Arbeitszeit von 39 oder 40 Stunden festgelegt werden. Dabei muss vertraglich eine Vergütung gewährt werden, die die Vergütung der ersten 35 Arbeitsstunden der Kalenderwoche sowie der vierte bzw. fünfte regelmäßigen Überstunden pro Kalenderwoche beinhaltet, also Überstundenzuschlag beinhaltet. Bis 39 bzw. 40 Arbeitsstunden pro Kalenderwoche muss der Arbeitgeber dann keine zusätzliche Vergütung zu derjenigen, die im Arbeitsvertrag vereinbart ist, zahlen. Also lediglich die Stunden, die darüber hinaus geleistet wurden, müssen neben der im Arbeitsvertrag festgelegten Vergütung zusätzlich bezahlt werden. Also wichtig hier, die gesetzlichen Bestimmungen bezüglich der Arbeitszeit gelten nicht für sogenannte leitenden Angestellte mit Führungsfunktionen, ce qu'on appelle les cadres dirigeants. Letzte Frage. Wie ist die gesetzliche Urlaubsregelung in Frankreich? Also der gesetzliche Urlaubsanspruch in Frankreich beträgt 30 Werktage pro gearbeitetes Jahr. Das bedeutet, dass die Arbeitnehmer 5 Wochen pro Jahr gesetzlichen Urlaub haben. Also hier muss man auch in den Tarifverträgen prüfen, ob zusätzliche Urlaubstage bei bestimmten Ereignissen, zum Beispiel Familienfeiern, Tod von Angehörigen, längere Betriebszugehörigkeit zu gewähren sind. Ja? Andere Frage, welche Regelungen gelten in Frankreich für Arbeit in Teilzeit? Also die Arbeitszeit in Frankreich muss zwingend geringer sein als die gesetzliche wöchentliche Arbeitszeit, das heißt die 35 Stunden pro Kalenderwoche. Und alle Teilzeitverträge müssen folgende Mindestarbeitszeiten einhalten, das heißt 24 Stunden pro Woche. Es gibt Abweichungen, also Abweichungen von der Mindestarbeitszeit sind vertraglich möglich aufgrund verschiedener Gründe. Zum Beispiel der Arbeitnehmer ist mit Einschränkungen persönlicher Art konfrontiert, zum Beispiel gesundheitliche Einschränkungen oder familiäre Verpflichtungen oder er geht mehreren Arbeitsverhältnissen gleichzeitig nach. Weitere Frage über die Teilzeit. Dürfen Teilzeitarbeitnehmer in Frankreich Überstunden leisten? Also alle vom Arbeitnehmer verrichteten Stunden, die über die vertragliche Arbeitszeit hinausgehen, gelten als Überstunden. Es gibt eine doppelte Begrenzung, nämlich die maximal zulässige Anzahl an Überstunden beträgt ein Zehntel der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit und die Verrichtung von Überstunden darf nie über 35 Stunden pro Kalenderwoche hinausgehen. Alle Überstunden werden mit einem Zuschlag von 10% vergütet. Also jetzt zur Frage der Probezeit in Frankreich. Die Probezeit, das ist wichtig, da im französischen Recht der Arbeitgeber lediglich während dieses Zeitraums die Möglichkeit hat, den Arbeitsvertrag ohne Angabe von Kündigungsgründen und ohne Einhaltung eines besonderen Kündigungsverfahrens beenden kann. Also erste Frage, welche Dauer der Probezeit kann in Frankreich vereinbart werden? Die zulässige Dauer der Probezeit hängt von der Berufskategorie des Arbeitnehmers und von der Art des Arbeitsvertrags ab. Abweichungen sind mit Tarifverträgen möglich. Sie sollten es überprüfen. Also für unbefristete Verträge gelten laut dem Gesetz maximal Dauern von 2 Monaten für Arbeitnehmer und Angestellte, von 3 Monaten für Vorarbeiter und Techniker, Technicien und 4 Monate für sogenannte Cadres, die leitende Angestellte. Bei befristeten Verträgen darf die Probezeit nicht länger betragen als, also für einen befristeten Vertrag mit einer anfänglichen Dauer von maximal 6 Monaten, 1 Tag Probezeit pro Woche Vertragsdauer.
Bei einem befristeten Vertrag mit einer anfänglichen Dauer von mehr als 6 Monaten, dann maximal 1 Monat Probezeit. Das kann schon kompliziert sein. Nächste Frage. Darf die Probezeit in Frankreich verlängert werden? Also die Probezeit kann einmal verlängert werden. Die Probezeit anschließend ihrer Verlängerung darf nicht länger betragen als 4 Monate für Arbeiter und Angestellte, 6 Monate für Vorarbeiter und Techniker und 8 Monate für Cadre, also für leitende Angestellte. Und der Anwendertarifvertrag kann abweichende Maximaldauern bestimmen auch. Das ist immer wichtig, das zu prüfen. In welcher Form kann die Probezeit in Frankreich verlängert werden? Also die Verlängerung der Probezeit bedarf der ausdrücklichen und eindeutigen Zustimmung des Arbeitnehmers. Das ist immer die Regel. In der Praxis muss diese Zustimmung schriftlich festhalten werden. Also sie muss zwingend vor Ende der ursprünglich vereinbarten Probezeit eingeholt werden. Ja? Dann bis zu welchem Zeitpunkt der Probezeit kann der Vertrag aus probezeitbedingten Gründen beendet werden. Das heißt zum Beispiel Feststellung der mangelnden Eignung des Arbeitnehmers für die ausgeschriebene Stelle. Also die Beendigung des Arbeitsvertrags während der Probezeit muss spätestens am letzten Tag der Probezeit mitgeteilt werden. Das Gesetz bestimmt unterschiedliche Kündigungsfristen bei Vertragsbedingungen während der Probezeit, je nachdem, ob die Beendigung auf Initiative des Arbeitgebers oder auf Initiative des Arbeitnehmers erfolgt. Also im Fall der Beendigung auf Initiative des Arbeitgebers gelten verschiedene Kündigungsfristen von 24 Stunden, zum Beispiel wenn ein Arbeitnehmer weniger als 8 Tage im Unternehmen tätig war, bis zum 1 Monat ab einer Tätigkeitsdauer von mehr als 3 Monaten. Im Fall der Beendigung auf Initiative des Arbeitnehmers müssen verschiedene Fristen gehalten werden, von 24 Stunden bei einer Tätigkeitsdauer von weniger als 8 Tagen bis zum 48 Stunden bei einer Tätigkeitsdauer von 8 Tagen oder länger. Also zum Frage der Beendigung des Arbeitsvertrags in Frankreich. Ich werde Ihnen hier eine Übersicht geben und in einem anderen Vortrag werde ich mehr ins Details gehen. Also die Beendigung eines französischen Arbeitsvertrags ist an strenge Formalitäten gebunden, die in der Praxis selten Schwierigkeiten bereiten. Das französische Arbeitsrecht sieht verschiedene Möglichkeiten vor, um einen Arbeitsvertrag zu beenden. Wir haben also die einvernehmliche Auflösung, das heißt Aufhebungs- oder Abwicklungsvertrag, die Befristung auch. Wir haben zweitens die arbeitgeberseitige Kündigung und drittens wir haben die arbeitnehmerseitige Kündigung. Eine arbeitgeberseitige Kündigung, ein Licenciement, kann aus personenbedingten oder betriebsbedingten Gründen erfolgen. Also zuerst die Kündigung des Arbeitsvertrags aus persönlichen Gründen in Frankreich. Licenciement pour motif personnel. Ordentlich und außerordentliche personenbedingte oder verhaltensbedingte Kündigung. Das ist für die Kündigung vorgebrachte Grund, also ist der für die Kündigung vorgebrachte Grund unzureichend, um eine Kündigung zu rechtfertigen, kann der Arbeitgeber zu Schadensersatzzahlungen an dem Arbeitnehmer verurteilt werden. Die Wiederanstellung des Arbeitnehmers kann hingegen nicht erzwungen werden. Also das heißt, das Risiko begrenzt sich für den Arbeitgeber nur auf einen finanziellen Schaden. Zweitens, also die Kündigung des Arbeitsvertrags aus wirtschaftlichen Gründen in Frankreich. Licenciement pour motif économique, betriebsbedingte Kündigung. Im französischen Recht sind die Voraussetzungen für eine Kündigung aus wirtschaftlichen Gründen sowie das dazugehörige Kündigungsverfahren sehr präzise geregelt. Eine einfache Umstrukturierung des Unternehmens ist in Frankreich beispielsweise kein ausreichender Rechtfertigungsgrund für eine Kündigung aus wirtschaftlichen Gründen. Wir haben drittens das einvernehmliche Aufhebungsvertrag in Frankreich, la rupture conventionnelle homologique. Also das einvernehmliche Beendigung des Arbeitsvertrags in Frankreich, la rupture conventionnelle homologique, die Vertragsbeendigung durch eine rechtswirksame Aufhebung des Arbeitsvertrags ist in Frankreich für beide Parteien
sehr vorteilhaft. Also deshalb sollte man versuchen, nach Möglichkeit vorrangig diese Art von Beendigung gewählt wählen. Zuletzt die Kündigung des Arbeitsvertrags durch den Arbeitnehmer in Frankreich, das man appelle la démission. Der Arbeitnehmer hat die Möglichkeit, seinen unbefristeten Arbeitsvertrag selbst zu beenden. Also in diesem Fall muss er in der Kündigungserklärung seinen Willen eindeutig, also la volonté clair équivoque, non équivoque, erklären. Eine eventuelle bestehende Kündigungsfrist ist immer auch zu beachten. Also in einem anderen Vortrag werde ich mehr ins Detail gehen, weil es würde noch sonst zu lang für unseren Vortrag. Also letzte Frage, wie verlaufen Arbeitsgerichtsverfahren in Frankreich? Also nach Anreichung der Klageschrift wird zunächst ein Termin in erster Instanz angesetzt, an dem sich die Parteien vergleichen können, das man appelle une audience de conciliation. Kommt es nicht zu einem Vergleich, so wird das Verfahren streitig fortgesetzt. Also nach Austausch der Schriftsätze und Beweismittel setzt das Gericht einen Termin zum Plädoyer fest. Bei diesem Termin halten die Anwälte ihre Plädoyers, in denen sie die gesamte Angelegenheit mündlich vortragen müssen. In Frankreich muss auch im Unterschied zu Deutschland vor dem Arbeitsgericht plädiert werden. Danach ergeht das Urteil des Gerichts. Also bei den Arbeitsgerichten in Frankreich sind nur Laienrichter tätig. Das heißt, es gibt zwei Laienrichter repräsentieren die Arbeitgeberseite, zwei weitere Laienrichter repräsentieren die Arbeitgeberseite. Und letzte Frage zu diesem Verlauf. Wie lange dauern die Prozesse in Frankreich? Also ein Prozess in erster Instanz, das dauert im Durchschnitt etwas 1 bis 2 Jahre. Und die Berufungsinstanz, das nimmt in der Regel mindestens ein weiteres Jahr Zeit in Anspruch. Also deswegen ist es wirklich ratsam, einen Arbeitsvertrag einvernehmlich zu beenden. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Also ich werde jetzt Ihre Frage unten beantworten. Sie können heute noch an weiteren Impulsvorträgen teilnehmen. Danke.